jede Menge Platz. Na. Jetzt ist natürlich mein Zug weg, aber das ist egal. Was ich vielleicht mal machen sollte, wäre sowas hier. Na. So. Ist ein bisschen mehr ankommt zumindest. So. Okay, das sieht doch schon mal etwas besser aus. Dem fehlt noch ein Wagen. Das ändern wir. So. Also der vordere wird dann irgendwann leer sein. Das ist ja nicht schlimm. Deswegen kompensiert es der hintere ganz gut. Und theoretisch. Gott im Himmel. Nein, nicht da. Nicht schlimm. Nicht so schlimm. Gott, das hat mich jetzt gerade zu Tode erschreckt. Soll der sich da mal vollladen? Jetzt wissen wir es ja Bescheid. War ja blöd, ne? Also nicht, weil ich mich jetzt da vom Zug habe überfahren lassen, sondern das Problem hier bei der Kupfermine ist ja ein bisschen einfacher zu lösen. Wie ich dafür sorgen kann, dass das nicht mehr in die vorderste Kiste alles reinkommt. Der und der kommt einfach weg. Wow. Ich habe wieder mal ultra viel Platz in meinem Inventar. Ich drücke auch die falschen Tasten. Das ist natürlich exzellent, ne? Nicht Steine. Die Steine sind dafür ganz anders. Die beiden weg. Das war knapp. Jetzt sind die Steine doch wieder weg, ne? Ah, herrlich. Die werden mir das System zumüllen, aber okay. Mein Gott. Er ist erst da oben. Das ist natürlich jetzt nicht so das Wahre. Fahr. Achso. Fahr. Okay. Also der Plan hinter der ganzen Geschichte dürfte ja relativ einfach und gut zu verstehen sein. Der Zug bringt Eisen und Kupfer. Wir kriegen Steine. Gut, ich hätte natürlich auch da jetzt eine Reinigungsanlage machen können. Da hinten sind wir ja, glaube ich, irgendwo. Aber das wäre jetzt ein bisschen arg viel gewesen, glaube ich. Wenn der Zug vorbei ist, soll er zur Schmelze fahren, dass wir es einrichten können. Sehr gut. Also da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, warum ich so wenig Biomass habe, aber okay. So. Ich würde sagen, trotz alledem intelligente raus, dann passt das ja schon mal. Ein Signal machen wir einfach. Dahin, das sollte ja für den Viererzug langen. Wenn dann der andere ankommt, müssen wir das auch noch abgreifen. Und das Ganze lassen wir in... Lohnt sich Large Chests, ist die Frage. 3, 4, 5, 6. Ich denke schon. Kupfer, dann können wir nämlich das Band auch drehen. Achso, halt. Drehen. Drehen geht so. Dann kommen wir hier raus. Hey, das ist doch mal super abgemessen, würde ich sagen. Und dann werden wir nämlich die zweite Schmelze
daran anrichten, wie wir hier aus dem Zug rauskommen, würde ich einfach mal behaupten. Einmal lang und einmal kurz. Ich glaube, da war Kupfer, ne? Ich bin jetzt gerade nicht mehr so sicher. Hier machen wir dasselbe. Dann können wir. Ja, das Signal lassen wir da hinten. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Ich habe mich um zwei Kisten verzählt. Sowas aber auch. Ja, im Strom so. Das wird schon werden. Und. Machen wir außen hin. Das langt sogar. Das gefällt mir. So und so. Okay. Okay, okay, okay. Das wird. Jetzt. Das wird noch ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Das ist eigentlich ganz einfach zu handeln. Das machen wir so. Dann machen wir zwei. Hiervon. Und dann hat sich die Sache eigentlich schon erledigt. So einfach ist es. Das Einzige, was mir jetzt ausgeht, sind die Bänder. Halt, falsche Richtung. Da gehen wir so. Dort können wir ja gucken, dass wir eigentlich so eng wie möglich runterkommen. So. Und dann passt das auch. Okay. Theoretisch könnte es anlaufen. Tut's nur noch nicht, weil eben die Filter fehlen. Auch natürlich das schmutzige Kupfer. Schmutziges Kupfer. Dreckiges Eisen. Dreckiges Eisen. Ah, da muss ich nochmal gucken. Ah, nein! Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Stimmt, ich kam ja gar nicht drum herum. Ich muss es ja erst putzen. Ach. Übrigens, Steine und Steine und Kohle und Kohle. Ah, da. Ich musste es ja putzen. Ja. Gut, bleibt nichts anderes übrig. Holen wir uns ein paar Stahlträger. Auto. Ich hab da. Wollte sagen, ich hab's noch gesehen irgendwo. Ups. Das läuft da oben immer noch. Immer noch begeistert davon. Zerrupp. Ja, das war klar. So. Ja, wir kommen da nicht drum rum. Okay. Wir kommen da aktuell nicht drum rum. Ich habe das immer noch nicht begrenzt, Alter. Wir mal jetzt die Schnellen her. Bauen wir davon mal. Bauen wir davon mal. Richten wir die mal ein. Super. Machen wir es so. Die lösche ich da mal raus. Nicht, dass er mir da jetzt Tausende bringt. Das wird er wahrscheinlich so oder so machen. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Nee, das wollte ich auch nicht. Ich mache immer Sachen, die ich nicht mache. Bekomme immer Sachen, die ich nicht mache. Ach so, das sind. Diese speziellen. So. Hier noch die Intelligenten rein. Komm, der Rest ist doch egal.
Also gut. Dann werden wir hier mal die Very Fast dorthin machen, über die wir noch laufen dürfen. Die nächste Stufe endet tödlich, glaube ich sogar. Na. Und das größte Problem wird sein, dass wir hier auch die ganzen unterirdischen Dinger da machen müssen. Sonst kriegen wir dann enorme Probleme. Und Eisen kam hier auch schon mal mehr an. Das ist natürlich jetzt auch ein weiteres Problem. So. Ja, ich bin aber überlegen, ob ich hier unten vielleicht nicht wieder die Zentrifugen abreiße. Ganz offen, ganz ehrlich. Ach, ich habe das bei Eis noch gar nicht gemacht. Ah, ja, schau an, schau an. Eisenplatten. Schwupp. Wobei, wenn ich hier hingehe, läuft es ein bisschen schneller. Kann ich irgendwelchen Schrott mal abliefern? Quicklime, Batterien. Sand brauche ich noch. Die Schienen. Was ich Forst nicht mehr brauchen. Das kann ich mal rausknallen. Ansonsten den Rest, den werde ich brauchen. Achso, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, warum auf einmal so viele Dinger da? Nee, das war falsch. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. So viele rote Schaltkreise. Aber passt schon. Ja, dann machen wir das so runter. Und jetzt habe ich ja doch nochmal 50 von denen. Achso, ja, klar. Ich habe ja hier abgebaut. Ist in Ordnung. Ich habe gar nichts gesagt. Überhaupt nicht. Die kosten so viel Eisenplatten. Mann. Ich brauche so viele von denen. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Das machen wir auch mal alles rein. So. Na. Blau. Das kann ich mir sparen. Achso, die baut noch. Okay. Na gut, da kann ich mir natürlich mal eine schwungvolle Eisenzahnräder holen. Das ist wohl effektiver. Hier kriege ich auf jeden Fall einen Haufen Large Chests. Dann muss ich noch den roten dort oben entfernen. Also das Fleckchen hier. Splitter kann ich getrost übersehen. Vorerst. Das war falsch. So nicht. So schon eher. Dann ist... Na gut, es wäre aber auch schwierig, irgendwie so einen Button geben, wo man sagen kann, so, tausch mir alle meine Bänder aus zu diesen absolut geilen Highspeed-Bändern. In dem Bandchaos wäre das ein bisschen teuer, ne? Wobei aktuell scheint es ja noch eine lösbare Alternative zu sein. Ich sollte zumindest mal so viele haben, um das Wichtigste machen zu können. Ohne mich hier dreifach zu verbauen, wäre das natürlich alles ein klein wenig effektiver. So, und auf den jetzt entgegenzulaufen wäre blöd. Deswegen vermeiden. Ja, da kommt schon mal ordentlich mehr an. Jetzt nur noch hier die ganzen unterirdischen austauschen, weil an denen fängst du uns dann zu stocken. Ja, die langen auch richtig weit, wie man sieht. Das ist gar nicht so schlecht. Ja. Hier noch. Dann hier noch. Und war's das? Nee, ich bräuchte doch mal. Ah ja, geht. Euch doch mal eins wollte ich sagen. Warum drehen meine Hunde durch? Ich weiß es nicht. Noch aufgeilen, ja? Das kann ich gut. Jetzt habe ich irgendwas verloren. Wo stehe ich denn da?
Nicht gerade wenig Materialien. Ja, wenn man Bausachen oder, sagt mir's. Wenn man keinen Platz mehr hat, die Rezepte, wenn ich ja was mache, ne, dann nimmt das sich hier gleich die Ressourcen weg, breche ich es halt ab und sammle mein Inventar voll auf, breche die ab, dann schmeißt da halt alles andere irgendwie querbeet hin, wo es gerade will und braucht. So. Sehr schön. Ich würde sagen, ich entledige mich einfach. Halt, nee, ich habe doch unten eine Kiste, oder? Habe ich die jetzt mittlerweile richtig aufgestellt? Da. Passt. Und theoretisch könnte ich die auch reinschmeißen. Die ebenfalls im Übrigen. Dass ich hier einfach nicht auf den Trichter komme, einfach die mittlere Maustaste zu drücken, weiß ich auch nicht. So, ansonsten passt das. Okay, Zentrifugen. Zentrifugen. Ich brauche noch immer Stahlträger. Deswegen habe ich ja das ganze Experiment gemacht. Stimmt. Autosave natürlich noch dazwischen. Das ist immer gut. Allerdings bezweifle ich, dass das aktuell langt. Es muss jetzt erst wieder alles langsam aber sicher volllaufen, ne? Eisen könnte hier oben zum Beispiel trotz alledem noch mehr reinkommen. Wobei viel mehr rauslaufen ist dann eher das Problem. Das funktioniert schon gar nicht mehr. Ja, doch, komm, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Machen wir auf der Seite, wo es auch Sinn macht, das hinzumachen. Hier hin. Ganz ehrlich, ich mache das jetzt lieber mal so. Das macht das Ganze ein bisschen effizienter. Nicht viel, aber ein bisschen effizienter. Was wir jetzt noch machen könnten, wäre hier natürlich das Eisen, dass es schneller darauf kommt. Aber es sieht eigentlich gut aus. Es staut sich. Von den Teilern her wird es nicht gebremst. Okay. Nö, ich muss jetzt hier unten tatsächlich halt abwarten, dass genügend Eisen ankommt, ne? Schaltkreise werden halt gebaut wie Blade. Kann ich Schalt... kann ich nicht. Doch, kann ich. Liquid Iron Carbonat. Und wie viel Temperatur bräuchte ich für? 2000. Mein Gott, das wäre jetzt nicht das Schlimme. Das könnte man noch einrichten. Das wird nicht lang. Ich werde hier nochmal Eisen einführen müssen, dass also hier nochmal Eisen geschmolzen wird und hier runterkommt. Also das machen wir dann mit dem Dirty. Das habe ich mir echt anders davor gestellt, dass das wesentlich besser, effektiver klappt. Eisen hätten wir ja da. Machbar wär's. Von daher. Man könnte ja hier nochmal einen Teiler hinmachen. Hm.
Ja, ich überleg mir das mal. Weil ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen. Das ist ja so ein Grundproblem, das ich ja von Anfang an eigentlich schon gesehen habe, dass hier zu viel Eisen weggedroppt wird. Oder wegverarbeitet wird, dass man hier hinten, da wo jetzt das Kupfer eigentlich ist, dass man hier so in gedachter Linie das macht ja anders da keinen Sinn. Ich muss es ja so machen, dass man hier dann einfach nochmal erwartete Ressourcen. Ja. Ich hole jetzt ein bisschen Carbon. Nicht Carbon, wie heißt's? Koks. Leg das dort hinten rein. Das soll der abarbeiten. Dann werden wir dort nochmal einen Schmelzbereich aufbauen, dass wir mehr Eisen bekommen. 1,5 Stunden. Ich habe gedacht, ich werde fertig mit dem Ding da hinten. Aber so ist es halt mal, ne? 1000 verschiedene Baustellen. Da weiß man am Ende gar nicht mehr, wo man überhaupt noch anfangen soll oder nicht. Oh, super. Was hat er da für ein Problem? Achso, randvoll mit Stein. Ah, herrlich. Randvoll mit Kupfer, herrlich. So, der soll das da abarbeiten und dann werden wir das nächste Mal einfach einen Haufen Öfen bauen, vielleicht auch nur elektrische Erzförderer, das geht auch. Wobei, jetzt guckt ordentlich alles. Ja, das sieht nur so aus, weil es auf einer Linie ist. Ja. Ja, 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 ja. Wir werden das nächste Mal einfach hier dann so langsam aber sicher anfangen, Eisenmanufaktur aufzubauen. Manufaktur? Was ist das schon wieder? So. Von das nächste Mal. Komm, beginn zumindest mal. Ja. Hier einmal raus, ne? Und hier so jeweils einmal rein. 10 Öfen an der Zahl auf der einen Seite, auf der anderen Seite ebenso. Wobei, ich glaube, 5 lang, ne? Das sind das 10 in Summe. Und dann lassen wir das Eisen einfach hier oben vorbeilaufen, dort hinten rein. Und einmal von dem Band, einmal von dem Band. Das wird schon werden. Schauen wir mal, wie ich es mache. In der Hoffnung, dass wir genügend Eisen zusammenbekommen, damit wir da hinten das machen können. Grundstein liegt aber nicht mehr, nicht weniger. Okay, dann vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.